So. Jetzt kann ich hier hoffentlich rein. Von der Art erinnert mich das wirklich an den Tempel der Zeit von Skyward Sword. Mit diesen Zahnrädern da und so. Aber dann jetzt doch jetzt nicht mehr. Was ist das? Eine Bohne. Eine magische Bohne. Was soll das sein? Hey, nu? Was soll mir das Symbol jetzt sagen? Zeitumkehr? Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. What? Der Effekt ist ja super cool. Hallo. Oh, die kennen wir. Hallo, das ist die Göttin Hylia. Ich habe ja erst drei. Ach scheiße, stimmt. Oh, die zwei Hände. Da, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Hä? Ich habe ja nur drei Herzteile, sozusagen. Es gibt noch einen Schrein. Natürlich ist er super weit weg. No.
Ja, aber es hat immer noch das Geld von einem Neuwagen, ne? Es hat immer noch krass. So, warte mal, hat er jetzt gesagt, ihr habt die Dings, Teleportationsdings, Fähigkeit? Wie komme ich da wohl hin? Suche nach Zelda. Das ist der Schrein des Erwachens. Aber sind halt immer noch 36.000, ne? Naja, deswegen. Ist halt immer noch super viel Geld. Okay, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oh, true. Hier war auch so ein Rad. Ja, Mann. Wie komme ich da hoch? Kann ich hier klettern? Nee, ich kann ja durchgehen. Och, ich Trottel. Smart, Alter. Gut, dass ich mich teleportiert habe. Knapp. Da ist der Schrein. Oh, deswegen hat man ihn nicht gesehen. Der ist unterirdisch. Ah. Oh. 100. Krass. Aha. Ich kriege noch eine Fähigkeit. Aha, aha, aha. Umkehr. Krieg doch keine neue Fähigkeit. Cool, der zeigt mir sogar an, wo der hier hinfährt. Schwupp. Hui. Da muss ich hin. Da kann ich hin. Schatzkiste, du bist mein. Ja, 10 Holzpfeile nehmen wir mit. Nee. Was passiert, wenn ich die jetzt einfach zurückdrehe? Hä? Die müssen übereinander liegen, ne? Easy. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass mit den ganzen Sachen
Die ganzen Fähigkeiten, die man so hat, weil die so extravagant sind, dass es halt so komplett neue Rätsel alles sein werden, die man halt überhaupt nicht kennt so richtig. Und das könnte richtig schwierig werden. Sonst kennst du das halt so, ne? Hast einen Fanghaken, hast einen Boomerang, keine Ahnung, ne? Das kennt man halt irgendwie. Aber hier sind es ja alles bisher neue Sachen, die man nicht so kennt. Ich glaube, da könnten echt fiese Sachen bei entstehen. Okay. Das heißt, jetzt muss ich wieder zurück. Kann ich wieder hier mit dem Vogel fliegen? Da. Der eine Vogel fliegt schon los. Ups. Da war ich vielleicht nicht drauf. Boah, bin ich hoch? What? Ich habe halt nicht gedacht, dass ich so hoch bin. Ehrlich gesagt. Okay, dann muss ich mal einen Kreisflug machen, oder? Ein bisschen im Kreis fliegen. Ein bisschen runter. Nicht gut. Oh. Wir treffen Wasser. Geht. Wir treffen kein Wasser. Ich kann es nicht steuern. Wir treffen Wasser! Wir treffen kein Wasser. Mann! Gemeinheit. Kann ich mich nicht teleportieren dahin? Ich kann zumindest dahin gehen. Hier kann ich nicht, ne? Nee. Ja, komm, gehen wir dahin. Das ist, glaube ich, sicherer als einen komischen Vogel, der dann irgendwann verschwindet. Was ist das für ein Quatsch? Ich dachte, mit dem kann ich überall hinfliegen. Das ist ein Steinvogel. Dass der überhaupt fliegt, ist schon verwunderlich. Lass mich raten, jetzt komme ich von hier nicht da hoch. Ah, das war so klar. Ach doch, klar, hier ist... Oder komme ich hier nicht rüber? Doch, scheinbar schon. Man misst ja so ein bisschen das Segel, das Parasegel, was man hatte bei Breath of the Wild, dass man so ein bisschen Segel, ein bisschen gleiten konnte, wenn du immer runtergesprungen bist. Und nicht gleich tot warst. Nein, jetzt müssen wir da wieder an der Seite hoch, ne? Ist richtig Harry Potter-like, ne? Zeitumkehrer hier. Krasse Scheiße.
Jetzt kann ich hier mein viertes Herz holen. Dann kann ich endlich die Tür, bin ich endlich stark genug, um die Tür zu öffnen. Das ist halt eine Herausforderung. Ein Herz dazu. Ich fass es nicht. Hä? So, und jetzt öffnen wir die Tür. Hulk Smash! Hä? Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Cool. Ich weiß nicht mal, wo sie ist. Okay. Hallo? Ach so. Och, noch mal, ihr Schweine. Das? Untersuchen. Goldene Energiekugel. Geil. Masterschwert reagiert immer so. Es wäre so cool, wenn man den Geist da drin nochmal sehen könnte wieder. Schickt man das jetzt zur Heilung irgendwo hin? Wir heilen es einfach direkt, oder was? Nee. Ist sie in einer anderen Zeit?
Scheinbar ja. Finde mich. Was? Und jetzt springe ich einfach, oder was? Ja, ne? Abfahrt. Gar kein Problem. Ach so, ich kann steuern. Sturzflug. Nicht so weit rein, weil ich habe nicht so viel Ausdauer zum Schwimmen. Nicht zu weit am Flachen, weil sonst klatsche ich auf Land. Okay, wir sind unten, da wo wir. Da wo wir das kennen. Also irgendwie. Da ist der Todesberg. Da ist Schloss Tirole. Wo muss ich denn jetzt hin? Fuck, Alter. Okay, wir gehen erstmal dem gelben Böbel danach. Ist das weit weg? Ja, okay. Okay, die Karte sieht grundsätzlich erstmal sehr ähnlich aus wie vorher. Von der Aufmachung her. Hier so diese Küste hier mit dem, das kenne ich noch. Hier unten ist der Wald von Firone, hier die Wüste. Okay. Aber ja. Geil, wir sind unten. Also hat sich scheinbar nicht so krass viel verändert. Wer bist du? Ein Gegner. Hör auf, was zu werfen, du Schwein. Lol. Er verliert einfach all seine Äpfel. Goblinhorn. Mega nice. Nehmen? Abfahrt, Leute. Hey, können wir uns einen Wagen bauen? Krasse Scheiße. Aber ich habe halt nichts, um davor zu spannen oder so, ne? Obwohl, ich hätte diese Kapsel mit dem Motor. Voll witzig, Mann. Da ist dieses Schloss, was irgendwie Ganondorf in die Höhe gehoben hat. Überall sind diese komischen Steine runtergefallen, ne? Guck mal, die kamen. Muss ich noch weit? Okay. Ich habe da immer noch gar keine Strecke zurückgelegt gefühlt. Mann.
Schade. Meine ersten Moneys. Ist eine Höhle. Mein Entdeckerdrang ist geweckt. Oh Gott. Schweinerei. Entdeckt. What the fuck bist du? Ein Affe, der an der Decke hängt? Runter da. What the fuck? Horrorblind? Hing einfach an der Decke. Komme ich da durch? Kann nicht kriechen. Leuchtpilz. Hallo. Ich brauch mal euren Loot. Was die Dinger bringen. Naja, egal. Weiter. Hülle war sehr, sehr spannend. Oh, was läuft da denn für ein dicker Typ? Holy shit. Da vorne ist irgendeine Festung oder so. Möwendorf, Ruinen. Verrostete helle Bade. Irgendwas ist hier. Soldatenschwert. Einfach aus dem Fenster auf ihn raufgejumpt. Guck mal da, der Dicke. Der hat einfach eine ganze Armee hinter sich. Rohlegras, das ist cool. Lass mich raten, die sind voll stark. Die ignorieren mich. Oh. Oh, wenn der mich trifft, bin ich wahrscheinlich weg. Ah. Au. Ja. Scheiße. Irgendwas. Ja, gut. Du Sau. Hey. Oder jetzt. Au. Mann. Ja, ist nicht so einfach hier, ne? What? Gibt's auf dem Poppes? Au. Ach, Mann.
Warum ist der so stark? Flame dich weg, du Schwein! Flammenwerfer ist einfach das Heftigste, siehst du? Bossbockhauer. Ein Bossbock war es. Oh, da fiel noch was runter. Bossbockhorn. Sehr cool. Flammenwerfer ist einfach overpowered. So. Das ist voll die Festung da direkt vorm Schloss, ne? Irgendwie. Mal gucken, was wir da erleben werden. Ja, ja, wunderbar. Hallo. Woher kennen die mich? Oh. Ja, die Pura war diese Forscherin, Spähposten. War diese Forscherin aus Breath of the Wild. Nee, das ist der andere Professor. Wo ist sie denn? Oh, muss ich kaufen? Der. Okay, sie ist im ersten Stock. Wie komme ich zum ersten Stock? Hallo? Na, hier wohl nicht. Einfach wieder draußen. Oh, nehmen wir diese Treppe. Vermutet, das geht in den ersten Stock. Weiß ich nicht, wer das war. Nein! Goldenes Haar? Blaue Augen? Ja, sei doch ruhig. Ich wollte doch Überraschungsmoment machen. Oh, sie ist erwachsener geworden. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp. Du bist kein Gespenst, oder? Warum hat die eine Blockflöte in der Hand? Der Arm sieht ja wild aus. Steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Die ist immerhin nicht mehr ganz so quietschig und kindlich wie beim ersten Teil bisher. Hat die immer so richtig genervt. Man musste doch wegen irgendwas zu der immer. War das Verbesserung von dem Sheikah-Pad oder was? Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen? Ja. Welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht.
Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauro gehört haben? Aber das Masterschwert ist weg. Da kann man vom Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Der erste König. Okay. Oh, Charaktere kriegt man jetzt. Das ist cool. Das schwebende Schloss. Gibt es nicht das wandelnde Schloss als Film? Okay, wir müssen uns jetzt bei dem Suchtrupp melden, der mich sucht, weil die haben Angst. Also, ne, ist ja auch logisch, muss er einmal sagen, hallo, ich bin doch hier, seid ihr dumm? Ihr müsst mich nicht suchen. Krass, ey, sonst war das hier immer so verbotenes Reich, weil hier diese fetten Wächter rumliefen und einen immer abgefuckt haben. Und immer super stark waren und rumgerannt sind, dass man hier kaum hingelaufen eigentlich, außer man musste hier am Ende wirklich hin. Und jetzt rennt man hier einfach so Jaggerty Jack Jack einfach rein. Ne Hacke. Aber da ist ein Schrein, das ist ganz geil, weil dann haben wir den echt nah dran am Schloss, ne? Der hat auch nicht mal das ganze Schloss hochgenommen, ne? Sondern immer nur... Haha, hochgenommen, versteht ihr? Sondern nur ein Teil. Zentralplatz. Das war vorher auch nicht hier Zelte. Aber ich hätte mir ein bisschen gewünscht, hätten die das alles wieder neu bevölkert oder so. Also so richtige Stadt oder so, das wäre cool. Aber mal gucken. Nächster Schrein. Rein da in die Olga. Let's go. So, jetzt müssen wir das erste Mal selber Rätsel lösen und überlegen, wie wir klarkommen. Jetzt haben wir nichts vorgegeben. Kampftechniken. Oh. Müssen kämpfen. Kampfübungen, na toll, das ist immer lame. Gib mir das Schwert. Okay, braucht das Schwert gar nicht. Folge unseren Anweisungen. Wie weiche ich nochmal aus? Das heißt, Ziel erfassen. Okay. Weiche nach hinten aus. Weit weg. War zu früh. Au, das Schwein. Okay, ich habe gerade kein Schild.
Schildheben, A parieren. Ja, das ist eh gleich kaputt. Okay. Y gedrückt halten und dann auch noch loslassen. Das ist ja krass. Jawohl! Oh. Vielen Dank für diese Unterweisung, Mr. Lee. Ich bin jetzt Karatekämpfer. Aber ich, zur Sicherheit habe ich immer mein Schwert dabei. Okay. Ein Herzteil. Oder Segenslicht. Entschuldigung. Ein Segenslicht. Aber immerhin haben wir jetzt einen Teleportationspunkt nah bei dem Spähposten erstmal und nah bei dem Schloss. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. So, jetzt müssen wir zum Spähtrupp. Ich habe eh noch keine Nebenaufgaben. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich überhaupt insgesamt hin muss. Irgendwie mal. Deswegen denke ich mal, wir folgen jetzt einfach mal so ein bisschen der Story. Und schauen mal, was abgeht. Komm ich aber rein? Na klar, mal einfach auf. Wer ist da? Dein schlimmster Albtraum. Wie gut, dass ich jetzt einfach direkt ans Schloss ran muss, ey. Heftig. Ups. Wo muss ich denn hin? Okay, ist nicht mehr weit, ne? Na, ein bisschen noch. Die Map ist halt echt riesig. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich frage mich, ob es die anderen Völker noch gibt. Da hinten ist dieses, diese Pilze sind dieses, wo immer Blitz ist, permanent. Ah, hier, oder? Wahrscheinlich. Hallo? Ich gehe einfach rein, ja? Oh. Der große Ritter? Was? Ich bin der große Ritter? Bist du Kacke? Okay. Ja, ich komme wieder und dann wirst du gefeuert, Kollege, weil das war ungezogen von dir. Mich einfach nicht reinzulassen, das ist schon dreist. Ja? Ich bin der große Ritter, hat er selber gesagt. Komm hier oben rein? Ah, sieht nicht so aus. Was haben wir hier? Ein Schild. Und hier können wir auf den Mauer. Okay. Klettern. Spring. Na toll. Okay. Das ist ein spannender Ausflug. Hätten die nicht Angst, dass das mal wieder runterfällt oder so? Ist wohl beschäftigt, okay. Hier kann man doch schon wieder irgendwas bauen. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf.
Long live the King. Dritter Wall. Okay, ich nehme erstmal die Waffen von euch. Sehr schön. Aha. Bist du Holm? Hurra. Was ist der denn jetzt? Der Typ. Fackel. Hä? Da liegt ein Kochlöffel. Auf? Wahrscheinlich, ne? Ach ja, ich hab ja... Oh Gott, das hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen, dass ich ja... Kann ich wirklich? Kann ich doch nicht. Schade. Why? Aber hier. Einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Hallo. Ich bin auf dem Dach. Sind ja auch schon welche. Aha, bist du Holm? Ja. Was? Was?